Ein gebührendes Eröffnungsspektakel lieferten am Donnerstag Top-Caterer Jürgen Steinbrecher und seine Frau Nina in der Casa del Vino, Weinbar und Winothek in Ternitz. Als Unterstützung holten sie sich ihren langjährigen Freund und Starkoch Johann Laffer ins Boot. Unter der kulinarischen Oberaufsicht von Sterne und TV-Koch Johann Laffer verzauberten unter anderem Konditorweltmeister Bernd Siefert, Christian Domschitz, Bernd Meyer und weitere Top-Köche aus Österreich und unseren Nachbarländern die Gäste. Natürlich wurden auch fantastische, hochkarätige Weine kredenzt. Ja, wir haben vorher mit einem Gast gesprochen, der hat gesagt, wenn der Jürgen ruft, müssen sie alle kommen. Ja, es ist natürlich für dieses Geschäft hier, haben wir gesagt, okay, wann? Es ist was Besonderes in Ternitz und wir müssen schauen, dass wir einfach internationale Gäste aus Küche, aus Service, eben Weinproduzenten aus Italien, aus Deutschland, Österreich herbringen, weil sonst bewegt sich nichts, ne? Weil sonst sind wir irgendeine Nummer, wie die anderen alle sind. Und das brauche ich nicht. Ich will einfach was Besonderes sein. Das sieht man bei meinen Weinen da, dass die was Besonderes sind eben. Und ob es unser Essen ist. Und für das bin ich bekannt worden in den letzten 40 Jahren. Wo liegt so das Highlight dieser Location hier? Das Highlight der Location ist auf alle Fälle, dass man jetzt sagt, der Tisch. Weil unser Tisch ist einfach einzigartig, den kann man eben heben und senken. Ist eine 550 Jahre alte Esche mit 4,60 Meter lang, 750 Kilo schwer und können 30 Leute herumsitzen. Und das ist einfach das Besondere, was hier im Haus ist und einfach im Haus selbst. Das ist ein 120 Jahre altes Meisterhaus. Und das ist halt das, was das Ganze besonders macht. Und ich glaube, wir haben es mit der ganzen Einrichtung toll gemacht. Und darum sind sehr viele Gäste, die Wiederholungstäter sind und immer wieder kommen. Und von denen lebe ich eigentlich. Weil mein ganzes Leben bin ich nur immer unterwegs gewesen. Ich habe 20 Jahre den Musikantenstall auf der ganzen Welt gemacht. Ich habe wahnsinnig viele Veranstaltungen. Aber die Lola war in Monte Carlo. Ich mache sehr viel mit Johann Laffer in Deutschland. Und das sind halt alles Sachen, oder eben verschiedenen Formel 1 und für den ORF im Deck tätig. Ja, und das ist halt das. Und jetzt bin ich 62 und jetzt will ich ein bisschen Ruhe haben und will ein bisschen Spaß haben und will mit netten Leuten zueinander sein, die was mir nicht alle am. Genau. Und das ist mir eigentlich das Wichtigste. Das ist eine wunderbare Sache, es gefällt mir von der Stimmung her, der Boden, also die Ziegel. Das sind auch 130 Jahre alte Ziegel, die sind früher am Dachboden oben gewesen, die haben wir alle oben, sind alle putzt worden und eben da einer gelegt, nein, also es war schon eine Schweinearbeit. Ja. Die Weine spielen auch alle Stücke? Die Weine sind ja meine eigenen Weine, also wir machen, ich mache mit drei Freunden im Burgenland, das sind das Weingut Wendelin in Gols. Wir haben einen Welschriesling, mit dem haben wir einen sehr großen Erfolg. Dann einen Zweigelt, ein bisschen ein hochwertigerer Zweigelt. Dann habe ich zwei Cuvées, das ist die Zweitfrau. Und das ist halt mein Highlight, mein Erstwein. Und das ist halt das Besondere. War es jetzt verfrüht, wenn man jetzt schon fragt, wie wird der Wein dieses Jahr? Ja, das kann man eigentlich nicht sagen, weil wir sind zwar am Anfang ungefähr 4 Wochen hinten gewesen und jetzt durch das, dass es halt sehr, sehr heiß war, aber wenn wir keinen Regen nicht haben, ist es eine Katastrophe. Ne? Momentan warten wir jeden Tag, dass wir ein bisschen an Regen kriegen, dass wir ein paar Millimeter kriegen, dass die ganze Vegetation weitergeht, weil sonst verbrennt uns alles. Ne? Das war natürlich ewig geschaut drum und der Verlust war ja ganz gewaltig. Ja, na, das ist bei denen gar nicht zum Reden. Ne? Dann halten wir fest die Daumen, dass der Regen kommt, dass der Wetter gut zugehört hat ja. Und dass er viel Regen schickt. Ja, hoffentlich heute und morgen nicht, aber am Sonntag kann es schon regnen. Ne? Ja, einen schönen guten Abend hier von der Bühne. Schließlich auf meine Empfehlung hin, die alten Materialien verwendet, was besonders teuer und aufwendig war. Aber es ist, glaube ich, gelungen und heute nicht nur Heimat vom Jürgen und von der Nina von der Weinwerkstatt, sondern auch zwei Wohnungen und eine Arztordination einer Kinderärztin, die wir untergebracht haben. Und er hat damit aber auch, was für mich wichtig war,
ein Stück meiner Heimatstadt Ternitz gesichert. Lieber Peter, danke. Mögest du lange den Kredit zurückzahlen, aber es hat sich wirklich ausgezahlt. Und danke auch dafür, dass wir gute Mitte gefunden haben, wo ich auch immer wieder gerne einmal, zweimal, dreimal, viermal in der Woche vorbeischaue, um zu schauen, leben Sie eh noch, es geht Ihnen gut. Also wir haben Corona gut überstanden und ich darf hier versprechen, ich werde meinen Teil dazu beitragen, dass es euch wirtschaftlich gut geht. Herzlich willkommen in Ternitz. Ja, wir sitzen da vor einem wunderbaren Tisch. Ich habe gehört, der geht auf ab zu bewegen. Ja, das ist mein Lieblingstisch. Also ich bin ja hier so zwei, dreimal in der Woche hier, um einen guten Wein zu trinken, um mit Freunden zu plaudern. Es ist auch ein ganz, ganz tolles Stück und ich bin insofern beeindruckt, weil er auch technisch am höchsten Level ist. Man kann nach oben, nach unten bewegen, man kann hier sitzen, um Speisen einzunehmen, aber auch ihn als Stehtisch zu verwenden, wenn man halt hier ein gutes Achterl trinken will und schafft natürlich unheimlich viel Ambiente für diesen Raum. Jetzt für Ternitz so eine Location, das muss ja ein Bürgermeister freuen. Na, absolut, wir sind ja froh, dass wir den Jürgen und die Nina haben. Sie sind ja seit einigen Jahren auch unsere Caterer in den großen Hallen der Stadt. Und natürlich so ein Lokal ist etwas Besonderes. Wir haben Gott sei Dank sehr viele Wirten, wo ich gerne hingehe, auf ein gutes Schnitzel. Aber hier ist natürlich die Kulinarik in einer anderen Ebene. Gute Weine, beste Weine, auch vom Jürgen der Eigenbau, der hier sehr gut ankommt. Und wo wir froh sind, dass wir so ein Lokal haben, die hier die Gäste so verwöhnen können, ist schon einzigartig. Passt noch der nicht. Passt noch der nicht. Und vor allen Dingen, was mir wichtig war, der Jürgen hatte hier mit dem Peter Spicker einen kongenialen Partner gefunden. Das ist das letzte stehende Arbeiterwohnhaus der Stadt Ternitz, das der Peter Spicker in seiner Funktion als Unternehmer general saniert hat und wo jetzt die Weinwerkstatt ist, nebenbei zwei Wohnungen, eine Assortination mittlerweile und wo hier ein Stück Geschichte dieser Stadt erhalten wurde. Das ist immer toll, wenn man das dann auch weiterhin verwenden kann und nicht nur als reines Museum, sondern dann auch einen Nutzen zuführen kann. So ist es ja. Also das ist ganz wichtig, ist auch ein Stück Geschichte hier Weiterbestand gesichert und das ist ganz wichtig auch für unsere Heimatgemeinde. Dann können wir für den heutigen Abend eine gute Unterhaltung wünschen. Ja, danke und Prost, alles Gute, Dankeschön. Und vielleicht noch etwas auch zur Künstlerin, die ich persönlich kennenlernen durfte. Liebe Gabriele, also ich habe dich eingeladen, nächstes Jahr, das erfährst du jetzt gerade, zu einer Sonderausstellung nach Ternitz in die Stadtgalerie. Hier haben große Künstler ausgestellt, Brauer, Fuchs, Hammerstiel und Co. Sind alle willkommen. Und vielleicht auch eine Empfehlung, so sie hier durch die Räumlichkeiten schreiten. Die Bilder sind nicht nur schön anzusehen, sondern sind auch zu kaufen. Also eine Empfehlung, nehmen Sie das eine oder andere Stück mit. Mir gefällt der Mount Everest natürlich ganz, ganz besonders, aber wie gesagt, keine Hemmung. Kaufen Sie, sie hat sich verdient und nächstes Jahr ist sie exklusiv in Ternitz zu sehen. Also ich bin heute auf der gesunden Welle hier beim Weingut hier in Ternitz. Und haben wir gedacht, dass bei Früchte kann ja nichts schief gehen, ja? Natürlich sind die Früchte eingelegt auch wieder in Frucht, nämlich in irgendwas mit Wein. Also In Weintrauben, genau. Reine Weintrauben mit Früchte, so Weintrauben verflüssigt mit Früchte. Das kann nur gut sein. Ja, beim Herfahren haben wir gesehen, es war ein fürchterlicher Wolkenbruch. Ja, und wie? Wir haben Mittel drin, ja. Ja, wir auch. Wir haben sie gedacht, aber wenn du auftauchst, wird da sicher die Sonne scheinen. Wo ich auftauche, ja, wo Engeln reisen, da reißt das Wetter auf. Ja. Nein, es war so schön den ganzen Tag. Ich komme direkt aus dem See, war noch schwimmen vorher und es ist einfach wirklich irrsinnig schön. Also, wenn wir unterwegs sind, gell, ist das sein. Wetter schön. Richtig. Genau. Ich verfolge direkt so eine kleine aufgerissene Himmelsstelle. Ja. Und wie gefällt euch das da? Sehr schön. Wir haben genial. Kurzen Einblick erhalten, ist es wirklich schön. Nein, es ist ein wunderschönes Weingut und es ist natürlich, ich meine, wir sind eben jetzt von Wien heraus und es ist, da gibt es halt viel mehr Platz und da kann man sich halt so richtig verwirklichen als Winzer mit einem eigenen Weingut. Ich finde es echt toll und vor allen Dingen finde ich es irrsinnig toll, dass hier auch Frauenpower herrscht, weil die Nina, die das Ganze hier schupft, das Ganze hier macht, das Ganze hier organisiert und umsetzt, ist einfach wirklich eine tolle Winzerin. Und ja, den Event heute hat ja auch eine Frau organisiert, nämlich die Marion. Die Marion Finger wollen wir auch nicht vergessen. Ja, auch eine tolle. Ja, und wir sind im Organisieren unserer Getränke auch nicht so schlecht. Ne? Sofort, also wir haben Weintrauben und Wasser. Genau. Habt ihr schon einen Lieblingswein? Ich meine, es ist ein bisschen früher, aber habt ihr schon einen Lieblingswein gefunden? Noch nicht auserkoren, aber wir sind da, um das herauszufinden. Rot oder weiß? Weiß. Rot. Ja. Also wir werden uns nie was wegtrinken. Nein, wir sind patriotisch. Rot, ja, weiß, rot. Genau. Ja, dann sage ich euch schon recht herzlichen Dank und viel Vergnügen noch. Danke sehr. Danke. Ja, jetzt habe ich die Frau des Hauses, die Chefin da.
Hat mir sehr gut gefallen, wie es geheißen hat, eine starke Frau steht hinter einem erfolgreichen Mann. Also da hat man wirklich auch das Gefühl, weil wir sind gekommen und es war immer irgendwo wer unterwegs und das war die Chefin. Ja, einer muss die Oberaufsicht haben, oder? Oder das Oberhaupt sein. Das ist ein ganz guter Standort und das ist auch, glaube ich, etwas ganz Einzigartiges in der ganzen Region. Das ist richtig. Ist so entstanden, dass diese Liebe für den Beruf Wein, Weinhandel, Import, Genießen bei uns beiden ja fest verankert ist. Und wir aufgrund dessen, dass wir hierher gezogen sind vor 5 Jahren nach Ternitz, beschlossen haben, es kommt ein gewisses Alter und wenn man in der Heimat bleibt, ist es vielleicht angenehmer, als mit dem Catering immer durch die Welt zu reisen. Und da können wir jetzt Dinge verwirklichen, die uns schon lange interessiert haben, aber ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind. Jetzt ich kann mir vorstellen, wenn man mit dem Catering da unterwegs ist, das ist Stress pur, das ist auch sehr viel Arbeit. Aber das ist ja nicht weniger Arbeit, oder? Nein, das ist immer viel Arbeit. Ja. Und das Catering ist sowieso 70% Organisation. Die Logistik, die dahinter steckt, ist gewaltig. Und auch die Manneskraft, die man dafür braucht. Also es ist ja manuelle Tätigkeit, die dann in Kombination mit dem Geistigen was Tolles ergeben soll. Also Action haben wir schon viel, ja. Kann ich mir vorstellen. Und was macht diesen Reiz dieser Location aus? Das hat ja dann ganz einen eigenen Reiz. Ja, das Ambiente, das alte Haus. Schon wenn man auf der Straße zu uns herfährt, sieht man ein Backsteingebäude, wie es es weit und breit nicht gibt. Es ist über 100 Jahre alt. Und wenn man dann hereinkommt, ist sicherlich auch der Boden ein Highlight mit diesen alten Ziegeln und das viele Holz, das hier eingebunden wurde, diese Wärme, die das ausstrahlt. Wir fühlen uns wirklich selber sehr wohl. Und es ist schon passiert, dass wir auf unserem großen Verkostungstisch nur zu zweit gesessen sind und das Gefühl gehabt haben, wir sitzen in unserem neuen zweiten Wohnzimmer. Was Schöner, das kann einem bei einem Betrieb, glaube ich, gar nicht passieren. Ne? Und man sieht es, die Gäste sind alle glücklich und zufrieden und wir können uns nur für euch wünschen, dass ihr wirklich viel Erfolg habt, weil es ist wirklich eine tolle Sache. Danke vielmals. Wir wünschen es natürlich auch, aber jeder Glückwunsch tut gut. Dankeschön. Die Sie sozusagen als Jungwirtschaftler etablieren wollen in Ternitz, wir versuchen das natürlich dementsprechend zu unterstützen. Das Fest, zu dem ihr eingeladen seid, heute hier in Ternitz, ist aus den Gedanken entsprungen, euch alle wie Gäste behandeln zu können, die sich wirklich wohlfühlen sollen. Und die Garanten dafür sind die Nina Carbon hier an meiner rechten Seite und an meiner linken Seite der Jürgen Steinbrecher. Kommt so bitte zu mir rauf. Ja, wir haben da eine tolle Location, tolle Veranstaltung. Selber auch ein Weintrinker? Ich trinke selten Alkohol, aber wenn, dann bin ich ein Genießer und da ist man ja hier heute genau richtig. Also ein gutes Glas Rotwein, das ist nie verkehrt. Und zum Essen gibt es ja auch wunderbare Sachen, habe ich gesehen. Ja, ich glaube, Johann Laffer und Christian Domschitz, die stehen für Genuss wie kaum wer anderer. Also da ist auch der Weg nach Ternitz nicht so weit. Absolut. Von Wien ist es ja ein bisschen weiter. Gibt es da irgendwen Wein, dann irgendeinen bestimmten Rot oder Weiß? Ich bin eigentlich nicht so der Fan von österreichischen Weinen, darf man aber nicht sagen, wenn man Österreicher ist. Aber jetzt war ich gerade in Südfrankreich, da sind die Weine auch nicht so schlecht. Also Hauptsache gut. Ja, und kann man mal, was sie heute noch alles tut? Ja, ich freue mich schon, bin schon gespannt, was halt alles zu essen gibt. Hab gehört, es gibt ein Tomahawk-Steak, was ich besonders toll finde, weil ich bin ein Fleischliebhaber und als Fleischliebhaber ein Steak ist auch wunderbar. Ja, also dann kann man vielleicht auch noch sagen, gibt es schon irgendwann einmal wieder ein neues Buch? Ja, ist in Planung. Die Sterne stehen gut dafür. Und es kommt heuer noch ein Buch, aber ich darf noch nichts verraten, was kommt, weil das will der Verlag natürlich nicht. Das heißt, wir können darauf hoffen, dass wieder ein neues Buch rauskommt. Ja, und ihr werdet es früh genug erfahren. Alles klar, dann sage ich schon danke. Ja. Jetzt bin ich der stille Zuschauer. Wir sind dabei, wir beide. Jetzt? Ja. Genau, Bestseller-Autor, auch auf Platz 1 bei Amazon. Aber ich habe nur 100.000 verkauft, du sicher mehr. Ist egal. Ja, guter Wein, braucht eine gute Küche. Was können wir heute erwarten? Ja, das Phänomenale zunächst mal ist, wenn der Jürgen ruft, kommen alle. Ich finde es großartig, dass alle erscheinen. Sehr, sehr viele Köche aus Deutschland. Jeder hat was mitgebracht für ihn. Der Weltkonditor ist auch dabei aus Deutschland. Der war ja mal bester Konditor der Welt. Was ich speziell mache, ist ein schönes Steak, ein spezielles Fleisch aus Österreich. Dazu gibt es Süßkartoffelpommes, eine wunderbare japanische Soße und eine Trüffelmayonnaise.
Das ist das Steak, was du gesagt hast. Ja, ich habe genau das gesagt, weil ich habe schon vorher gewusst, was da geben wird. Ach so. Guck mal, das ist der Sack, der guckt genau vorher, wo er zuerst sich anstellen muss. Verstehst du? Ich gehe ja nicht auf jede Veranstaltung. Ja, Rosalinde, wir haben sich hier getroffen. Ein Haus, was nach meinem Gefühl noch irrsinnig viel positive Energie hat. Total positiv und ich bin so überrascht, denn wie ich in Wien war, habe ich gesagt, was, in Ternitz ist heute irgendeine grandiose Eröffnung. Aha, ich kenne zwar Ternitz, aber was ist denn da? Also mit einem Wort, ich habe schön geschaut, weißt, es ist super, die Stimmung ist toll, ganz positiv, vom Essen gar nicht zu reden, hervorragend. Ich habe mein veganes System unterbrochen und ein bisschen gekostet, von Schrimps bis ein kleines Stückchen von Steak. Und die Gastleute natürlich hervorragend von der Energie her und ganz, ganz lieb und freundlich, ein Haus zum Zuhause füllen. Und diese Grätsche zwischen Modern und den Traditionellen da in den Haus erhalten, das Alte erhalten, ich finde, das ist gelungen, oder? Also auf das stehe ich sowieso, meine Wohnung schaut auch so aus, also alt und modern gemischt. Ich finde, da lebt das Alte und das Neue ist dann, dass es nicht äudelt, ist was Neues dazu und das ist genau richtig. Und irgendwie hat man das Gefühl, zumindest die Leute, die da waren, die sind eine ganz nette Leute in Ternitz. Also die Stimmung und Schwingung finde ich sehr, sehr gut. Sogar die Politiker waren lustig und nicht ganz trocken. Also das erlebt man selten, ja. Absolut. Also ein Besuch in Ternitz ist auf jeden Fall wert. Und wenn, dann da auch reinschauen. Zahlt sich aus. Reinschauen. Und ich wünsche dir noch viel Vergnügen. Danke, ebenfalls. Kommt der Johann, mein lieber Freund Johann Lafer, auf die Bühne. Ich werde viel reden, weil ich muss jetzt viel reden. Ja, ich würde zunächst mal gerne Sie ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass ich in dieser Weltstadt Ternitz zu Gast sein darf. Also, ich bin in Österreich, aber ich muss sagen, also als ich ihn kennengelernt habe, der gesagt, er kommt aus Ternitz, da war mir das noch nicht so klar, wo das überhaupt ist. Aber mittlerweile war ich schon öfter da und jetzt weiß ich auch genau, dass der Zug eine halbe Stunde vom Hauptbahnhof nach Wien fährt. Das habe ich alles schon rausgefunden. Ja, aber ich freue mich trotzdem, hier zu sein. Ich freue mich sehr, denn ich möchte gerne ein paar Dinge sagen, die wichtig sind. Wichtig deshalb, weil Sie werden sich wahrscheinlich jetzt fragen, wie kommt denn dieser Zusammenhang, die vielen Köche, die tollen Winzer, Jürgen mit seiner Frau, alle reisen von allen Himmelsrichtungen an und jeder wird sich wahrscheinlich Gedanken machen, wieso gerade die und warum gerade er oder warum gerade wir. Und ich würde das ganz gerne mal so ein bisschen die Hintergründe beleuchten, denn der Beginn unserer Gemeinsamkeit ist nämlich außergewöhnlich komisch. Er war auf der Stromburg mal bei mir zu Gast mit seiner Frau und war sogar im Fernsehstudio bei mir zu Gast, aber ich habe ihn auf keinen Fall so registriert, dass bei mir was hängen geblieben ist. Also ich konnte mich nicht mehr an ihn erinnern und an seine Frau auch nicht. Es tut mir leid, aber er hat gesagt, ja, ich war extra bei dir im Studio, habe dazugeschaut und so weiter. Aber es war für mich leider Gottes nichts, was ganz einprägend im Kopf geblieben ist. Dann kommt der berühmte Musikantenstadl in Graz in der Stadthalle. Ich hatte die Aufgabe, ein Essen zu kochen für Roberto Blanco und Konsorten Silvesterabends. Und natürlich, wo koche ich das denn? Da habe ich gesehen, da gibt es einen Caterer und das ist der Jürgen. Da bin ich zu dem in die Küche, habe gefragt, ob ich da das vorbereiten darf. Sagt er, ja, natürlich darfst du das da vorbereiten. Und sagt, dass ich das erleben darf, dass ich dich nochmal hier wiedersehe. Wir haben uns schon auf der Stromburg gesehen. Ja, so war das. Und dann haben wir uns da ganz gut verstanden. Also das Kochen fürs Fernsehen war eher Nebensache, denn Jürgen hat wie immer gute Rotweine dabei gehabt. Ich muss sagen, meine Stimmung beim Auftritt so kurz vor 11 abends war sehr gut. Also das muss ich echt sagen, dafür hat Jürgen Sorge getragen. Und ich muss sagen, es war ein legendärer Abend, eine legendäre Silvesterfeier. Was es zu trinken gab, will ich jetzt nicht verraten, weil das würde möglicherweise irgendwelche Neidgefühle hervorrufen. TV 21 Austria. Einfach anders.